sehr verbringt und zu manchen Lieder singt. Weil sie gut unterhält, hat noch den Untergring, wo ich nicht allein bin und wenn ich het herbring, die song ich jetzt da. Hallo, herzlich willkommen, empfangen Sie sich doch gleich selbst mit einem großen Applaus. Schön, dass du da seid. Auch schön, dass Sie da sind. Empfangen Sie sich doch auch mit einem großen Applaus, der nicht enden wird, denn heute gibt's wieder Geschichten, was zum Lachen, vielleicht was zum Weinen, mit zwei hervorragenden Gästen. Ein Herr aus dem hohen Norden, auf den ich schon ein bisschen aufgeregt bin, muss ich sagen, und eine Dame, die endlich wieder die Frauenmusik in Österreich vor einigen Jahren dort hingehoben hat, wo sie hingehört. Ja, wir haben hervorragende Gäste. Man springt sich da so um und um die ganze Zeit. Ich meine, auf was warten wir eigentlich noch? Auf die! Lass es endlich loslegen, machen wir sonst wieder ein Notschiff. Hey! Singen! Doch gleich mal zu unserem ersten Gast. Unser erster Gast ist ein Gast, wo ich mir gedacht habe, Schunking, aus dem Land, wo der herkommt, habe ich nicht gewusst, dass da so geschunkelt wird. Aber dieses Lied, was wir da spielen, ist original ein Liedchen aus dem Land unseres ersten Gastes. Er hat sich vor einigen Jahren entschieden, nicht nur die Welt mit seinem Gesang zu bereisen, sondern Wien zu adeln, in dem er da wohnt. Ein Herr, der seit Jahren hier alle Menschen, die zu Opern besuchen gehen, zu Konzerten, die Herzen bricht. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Großen Applaus für Kammersänger Bo Skofu! Bo Skofu, hast du das Lied erkannt? Wonderful, wonderful. Ah, das war, okay, nein, habe ich nicht. Das war gut. Aber wir haben uns bemüht, so ein Heimatgefühl möglicherweise. Wonderful Kopenhagen. Ja, das, was ich gehört habe, war so ein Wiener Walzer, ne? Ja. Ist das 1, 2, 3 in Dänemark anders? Ja, das ist ganz anders, das ist ganz gerade. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nicht 1, 2, 3. Das kriegt der Wiener halt nicht zusammen. Ja. Naja, gut. Das liegt in unserer Genetik, dass das sofort zum Swingen anfängt. Klar. Ich entschuldige mich. Bitte. Aber der Däne als ausgewiesener Biertrinker normalerweise, oder? In Dänemark Bier sehr großen Stellenwert. Absolut, absolut. Ja. Auch bei mir. Ja. Dann bist du bei uns richtig, Bo. Super. Ja. Denn wir haben Bier. Das ist und gut. Josef wird selbiges sehr gerne kredenzen. Was möchtest du gerne? Ein helles, bitte. Ein helles? Ja, danke. Und ich hätte gern ein Zwickel, bitte. Ein helles oder rotes Zwickel? Ein rotes Zwickel. Wenn man dann einmal anfängt mit sowas, wird es richtig kompliziert. Ich habe heute den Gegenstand gesehen, den wir immer für unsere Gäste vorbereiten. Und so ganz ein Rentier ist es nicht, oder? Also es ist so ein Zwitter, es sollte ein Rentier sein. Ja, aber wozu?
weil ich gehört habe, dass du Rentierpate in Schönbrunn bist. Richtig, ja. Ich habe gedacht, weil wir haben keine Rentiere in Dänemark. Ich weiß. Na, das ist gut. Deshalb fand ich es ja doppelt arg, dass der Däne, wo es keine Rentiere gibt, für einen Schönbrunn dann der Rentierpate wird. Ja, aber eher das als eine Affe oder so. Also kommt näher. Näher zu uns, die Rentieren. Okay. Durftest du dir das aussuchen? Er hat Schönbrunn angerufen und gesagt, Herr Skofus, es wäre wahnsinnig nett, wenn Sie Pate für Tiere werden würden. Wie hätte man gern? Oder ich glaube, ich habe das selber ausgesucht, weil ich finde das immer ganz nette Tiere, die Rentiere. Die Rentiere? Ja, ich finde die nett. Ja. Und ich habe in einem, weil sie so nett sind, die Rentiere, habe ich gesehen, dass du die Rentiere, die es ja nicht gibt in Dänemark, sondern die Hirsche, nicht mehr jagst. Hingegen der Herr Papa... Das ist richtig, ja. Ein schlimmer Jäger, oder? Der schießt, was geht. Nein. Das stimmt ja nun gar nicht. Also ich habe es ja auch früher gemacht, wo ich ganz jung war. Aber bei uns ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, bei uns ist Jagd anders als hier in Österreich. Ja. Also man darf keine Hochsitze haben in Dänemark. Wir sind ja ein flaches Land. Also das heißt, das ist doppelt schwer eigentlich da. Weil man muss sich hineinpirschen, so ein Wild. Und man darf in einen Baum klettern oder so, aber das tun die wenigstens. Also das heißt, man ist auf der gleichen Ebene wie das Wild. Und das finde ich eigentlich ganz okay. Das ist fair. Weil ja, ich finde das auch fair. 10 Meter hohe Hochstände auf irgendwelchen Hügeln, damit man ja schön weit sieht. Nein, das ist bei uns nicht erlaubt. Und jetzt aber nur mehr Tontauben schießen, habe ich gehört? Oder hat das mittlerweile? Ja, wenn ich dazu komme, aber ich habe ja keine Zeit für irgendwas. Es ist ja ständig was zu tun, was anderes. Ja, wie zum Beispiel trinken. Zum Beispiel trinken, ja. Prost. 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 Prost, Damen und Herren. Prost auf Ihr Wohl. Du bist so ein richtig, wenn man ein bisschen nachliest und nachschaut, jemand, wo man das Gefühl hat, schon recht früh für Singen und für die Musik interessiert in Dänemark, früh im Chor gesungen, Instrumente lernen teilweise müssen. Und trotzdem hat man immer das Gefühl gehabt, dass sich dieser Bub dann wirklich für die Oper entscheidet. Das war dann so ein Prozess. Ja, das ist natürlich, ich komme ja von einem Dorf dort, also da wohnt 10.000 Leute immer noch, glaube ich. Das ist nicht größer geworden. Sind es noch dieselben sogar wahrscheinlich. Aber da ist das Opernsingen natürlich völlig, das ist wie eine weite Stadt in Russland oder so, das gibt es gar nicht. Und ich habe mich, also wo man dann in diesem Alter so 15, 16 oder so irgendwas ist, da hört man natürlich immer nur Rockmusik und so, Susie Quattro und Beckman Turner Overdrive und all diese. Ja, ja. Aber wo meine Eltern dann nicht zu Hause waren, da, die haben eine große so diese LP-Sammlung gehabt von Opern, dann habe ich die eigentlich aufgesetzt und ich war fasziniert davon, was für ein... Also was eine menschliche Stimme eigentlich kann, produzieren vom Ton, ohne dass es verstärkt ist. Und ich glaube, das war das, was mich am meisten fasziniert hat und wo ich angefangen habe, dass man diese Resonanzräume findet und selber was machen kann, dass man über ein Orchester kommt, ohne dass es verstärkt ist. Und das finde ich immer noch heutzutage, finde ich toll. Ja. Also, und das war sogar eine Zeit lang so, dass die Platten, so Rigoletto oder sowas, eher heimlich gehört wurden, weil das irgendwie so uncool war, dass man das für die anderen gar nicht zugeben. Das war ja nicht wirklich fantastisch. Ne? Aber ich habe das heimlich und ich habe da immer mitgesungen. Und irgendwann kam dann in der Schule, wo meine Lehrer gesagt haben, ja, aber du hast eine gute Stimme, willst du nicht zu einer größeren Stadt, nämlich nach Aarhus, die zweitgrößte Stadt in Dänemark. Und das ist nur eine Stunde entfernt, wo ich herkomme. Und da bin ich zu einem Lehrer gefahren und er hat gesagt, ja, also er glaubt daran, dass ich am Konservatorium hineinkommen könnte. Und das war aber nicht alles. Dann müsste ich zurück und meine Eltern erklären, ich möchte Opernsänger werden. Meine, da haben sie aber geschaut. Mein Vater sagt, davon kann ja niemand leben. Na, warum gehst du nicht in eine Bank? Da hast du auch Pension und alles. Also, aber ich habe es trotzdem
gemacht. Obwohl das jetzt so klingt, als wären deine Eltern nicht kunstaffin, das stimmt ja nicht. Nein, sondern nein, total. Mama ist Kunsthändlerin. Absolut, ja. Ja, ja, ich bin in ein Zuhause aufgewachsen mit sehr, sehr viel Kunst und sehr, sehr viel schräge Leute auch, die in diesem kleinen Dorf gekommen sind. Also all diese Künstler, diese ganz schrägen Künstler, es war für meinen Bruder und ich war das also unerhört, diese Leute mit Löcher in den Hosen und langen Haaren und so, die kamen dann zu uns nach Hause. Also das war ganz dürfen toll. Die da rein? Ja, das war ganz toll. Es war auch immer viel Bier aus der Flasche getrunken. Also nein, wie wild. Ja, ich fand das ganz... Ja, aber, ja klar. Denke ich, so ein kleines Dorf. Dorf. Ja, ja, das ist... Es war toll, es war wirklich toll. Und damit bin ich aufgewachsen, habe selber auch jetzt natürlich die Interessen an nicht nur das, was ich selber mache, aber auch Kunst, in bildende Kunst und so. Und habe eine große Sammlung und das interessiert mich wahnsinnig. Und ein Traum ist, einmal einen Schiele selber zu besitzen, habe ich gelesen. Das, ist das war mal, ich glaube, okay. Nein. Brauche ich nicht mehr. Da gibt es schon andere, die ich gerne hätte. Na, okay. Da gibt es eine lange Liste. Die da muss Mutter eine lange dann besorgen. Liste. Oder so. Ja. Ja, das ist alles. Lange Liste ist immer so. Aber das Klavierspiel war am Anfang eher verhasst. Ich kann auch nicht Klavier spielen. Ich bin wahnsinnig gut mit diesem Finger. Ne? Da bin ich irrsinnig gut. Beim Schreibmaschinenschreiben? Nein, nein, das Klavier spielen, das reicht für das, was ich machen muss. Das heißt, man kann sich vorstellen, Boskofus übt zu Hause seine Stücke ein mit dem Finger? Ja, vielleicht auch den. Also vielleicht zwei, na, manchmal. Aber ich muss ja nur die Töne finden, die ich dann singen muss. Und ich mache ja wahnsinnig viele Uraufführungen, also das heißt Stücke, die gerade geschrieben worden ist, also moderne Musik, in dem Sinn, wo es keine Melodien gibt. Das ist alles Schön eigentlich. Ja. Und das muss man halt auch finden und das muss man sich merken. Und da, glaube ich, habe ich eine Gabe, dass ich, selbst wenn es so schräg ist, dass ich mir das merken kann. Dass es Tonfolgen, so atonal sie auch sind, passen in dein Hirn sehr gut hinein. Irgendwie schon. Und ich hab gesehen, also wenn man moderne Musik macht, dann muss man eine Sache können, das ist diese Tritonus singen. Ha, 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 ha. So wie die Ambulance oder so. Ja, ja. Und wenn man das kann, dann kann man auch moderne Musik singen. Dann schafft man alles. Und was ich total herzig gefunden habe, ich habe Aufnahmen gesehen mit der Tuba, die du als Kind auch gelernt hast. Da sitzt dann so ein kleiner, süßer, blonder, dänischer Bub mit dieser riesigen Tuba. Wie kommt man, also das ist auch schon so, und ich werde Tuba spielen, oder? Nee, also es gab ja nicht viel in dem Dorf. Ne? Also was man so, eine Tuba. Was man so machen könnte. Und es gab aber ein Orchester, ein Brassband-Orchester. Mhm. Und mein Vater hat beim Militär, er war bei der Garde in Kopenhagen, da hat er selber Tuba gespielt, wo er beim Militär war. Und da war einmal, kann ich mich erinnern, da war so, wir waren beim Konzert und da war eine Auktion über gebrauchte Instrumente, die nicht mehr so super waren. Und mein Vater hat das ersteigert, so ein Tuba. Und dann habe ich plötzlich ein Tuba gehabt, da war ich 9 Jahre. Und das ist ja ein Riesending, das ist so, von unten, ja. Und dann ist es so, wenn man so einen kauft, dann kriegt man sofort Unterricht bei diesem Orchester. Da kommt jemand nach Hause, ganz, ganz hart, da kann mich jemand immer mit einem Kugelschreiber im Kopf wirklich schlagen. Der war furchtbar, der war grauenhaft. Aber gut, das war halt lustig und früh bin ich, also das war so groß, dass ich müsste einen Eimer so auf dem Kopf haben und da müsste ich das draufstellen und dann konnte ich gerade das Mundstück erreichen. Das war, so war das. Aber es war schön und es war super, immer jeden Sonntag durch die Stadt zu marschieren mit diesem Ding. Das war schon sau schwer. Ne? Aber, und dann in Matrosenausfit. Ne? Das Ach muss so. Man auch noch bedenken. Ah, ja, ja, damals auf alle Fälle. Ja, ja. Aber die Tuba ist es dann nicht geblieben? Nein, leider nicht. Also ich habe da während dem Studium habe ich auch immer gespielt und also in ein super Brassband, die Silkeborg Bläserne. Ja, ja. In Dänemark. Schmutzig ist. Nein. Das klingt nicht. Ja, das heißt die Silkeborg Blasen. Ja, ja, ja. Aber
Ja, nee, nee, nee. Entschuldigung, also, Wolf 3, es tut mir. Hat nicht damit zu tun. Ja. Aber, und das war ein sehr gutes Orchester. Mhm. Und wir sind auch angetreten zu, wir wurden dänischer Meister sogar im Brassband. Da gibt es Wettbrassen. Nordischer Meister und so. Ja, ja, das ist ganz, ganz toll. Aber da kam Bo dann endlich in die große Welt aus dem kleinen Dorf zumindest. Nein, das war nur dänischer Meister. Da, wir sind dort geblieben. Aber dann war der Drang doch, ich möchte die Welt sehen. Ich habe den Eindruck, eben aus dieser Erfahrung mit dem kleinen Dorf, dass man das dann noch mehr geben muss, außerhalb links und rechts von Nord- und Ostsee muss es weitergehen. Das war ja auch so in meiner Kindheit. Also meine Eltern waren sehr brav, sind sehr brav in Dänemark geblieben mit dem Campingwagen. Ne? Also mal zu dem, eben zu diesem Meer oder zum anderen Meer. Aber das war eine Stunde entweder rechts oder links. Das hört so schnell auf, das Dänemark. Ja. Das war eigentlich völlig Wurst, wo man... Aber ja, irgendwann kam dann so, aber da habe ich das große Glück, wo ich an der Opernschule in Kopenhagen studiert habe, dass man mich hier angefragt habe, wegen einem neuen Don Giovanni hier in der Volksoper in Wien damals, 1988. Und ich bin hierher gefahren, habe vorgesungen und ja, wurde engagiert. Ich habe gelesen, dass dieses berühmte Telefonat 1988, der Anruf, Volksoper sucht einen Don Giovanni, stößt auf dich. Und dass dieser Anruf an einem Vormittag gekommen ist, wo du dem Bier am Vortag recht zugesprochen hattest und eigentlich gar nicht noch umnebelt von den Ereignissen der vorigen Nacht dann quasi gesagt hat, ja, Don Giovanni mache ich schon oder so. Nein, das war ja fast so. Also das war eher so, also da hat jemand, also ich war mit meinen Freunden feiern, da ist natürlich sehr viel so, das war zu Weihnachten, da ist sehr viel so. Nur zu Weihnachten. Und sehr viel Schnaps, ja, ne? Also ja, Aquavit. Aquavit, ja. Und das war dann ein Vormittag und das Telefon klingelt und jemand spricht Deutsch. Mhm. Und ich denke mir, das sind die Arschlöcher von gestern Abend. Und leg wieder auf. Ne? Ja. Aber dann hat das nochmal geklingelt und er hat vehement Deutsch gesprochen. Und dann habe ich dann versucht, das zu verstehen, was er gesagt hat und so. Und das ging dann darum, ob ich nach Wien kommen möchte und vorsingen für diesen Don Giovanni. Und dann warst du in Wien, hast vorgesungen, hast den Don Giovanni gegeben, hast gesagt, du warst selber oft überrascht, irgendwie, was mache ich da jetzt? Also quasi so was Großes gleich und so was auf den Schultern. Aber es war ja völlig, also das kann man sich gar nicht vorstellen für mich, kleiner Bub aus Jütland, aus Ikast, ne? Und plötzlich steht man hier in Wien und... Nein, das war für mich völlig wahnsinnig. Und da bin ich, ich kann mich erinnern, also ich habe immer diesen Datum da, also diese Premierendatum habe ich hingesehen sozusagen und sagen, ah, wenn das vorbei ist, dann kann ich anfangen zu leben wieder. Aber das stimmt nicht mit diesem Datum, weil das war so ein spektakulär Höllenfahrt, ne, mit 5 Meter langen Tisch, ich bin hochgekrabbelt und runtergerutscht in die Hölle und so. Und wo ich dort angekommen bin, dann habe ich gedacht, ah, man sagt, oh, Gott sei Dank, ist vorbei. Nee, dann kommt das, oh, da hast du einen Fehler gemacht, da warst du nicht ganz mit dem Dirigenten, da musst du schauen. Und das war der Anfang vom professionellen Leben. Das hat dort angefangen, dass man nie sich entspannen kann und sagen, ah, das war's. Bist du so ein Perfektionist? Ja. Ja? Ja. Weil du wirkst nicht so. Also man denkt sich so, nein. Ich denke, hallo, man denkt sich, da ist jemand, der erzählt vom Aquavit trinken und vom Feiern und der hat auch einen Spaß mit den Freunden und geht auch gern mal irgendwo aus, wo er ist. Und dann da noch die Energie, das kostet ja auch viel Energie, wenn man so viel fortgeht, manchmal dann in den Jugendjahren. Und wenn man dann auch noch Rollen einstudiert, spielt den ganzen Tag, da auch noch mal dieselbe Konzentration wie fürs Trinken aufzubringen, das ist nicht einfach, oder? Das ist einfach, weil ich glaube, man muss sich entschließen, was man machen will. Und ich möchte unbedingt das machen, was ich mache, und das möchte ich gut machen. Und das kann man nicht, wenn man da so tralulalei von der einen Seite zur anderen schwenkt, das geht nicht. Ja. Und da gibt es ja einen Spruch bei uns, also wenn man trinken kann, kann man auch singen. Das ist so. Und das gebührt alle die, wenn wir bei den Proben irgendwo weg sind am Abend, die nicht kommen zur Probe nächsten Tag. Wenn man trinken kann, kann man auch singen. Das heißt, um 10 Uhr nächsten Tag stehen alle da. Oder sie gehen gleich nach Hause besser. Oder die kommen
kann nicht mit. Die kommen nie mehr mit. Ja. Aber in Wien, wie du da aufgeschlagen bist, quasi wirklich so hineingeworfen in diese Don Giovanni-Geschichte, hast du gesagt, du hast dich an Wien erst ein bisschen gewöhnen müssen, weil die Leute waren irgendwie so arg, es ist dir vorgekommen wie am Balkan. Das darf man nicht sagen. Aber du hast es gesagt. Ja, ja. Aber ich müsste mich ja, letztes Mal müsste ich mich ja öffentlich entschuldigen. Nein, das dafür. Will ich nicht. Ja, nein, so das, ich sag gar nichts. Ja. Ja. Aber sind wir so südländisch in Wien? Oder was ist, was wäre der Unterschied vom Dänemark? Aber es ist schon ganz, ich weiß nicht, ob du jemals in Dänemark warst. Ja. Du warst da, ja. Also gut, das ist schon ganz anders als lass uns sagen, Kopenhagen. Wien ist schon anders, das ist es. In vielen Sachen, also rein kulturell kommt keine Stadt mit Wien mit, das ist klar. Also was da für Angebote gibt hier, das haben wir nicht in Kopenhagen. Aber wir haben eine Lockerheit, mit dem wir mit vielen, vielen Sachen umgehen, die's hier noch ein bisschen vielleicht so ein bisschen steifer ist. Also mir viel steifer vorgekommen ist, auf jeden Fall. Also du hast die unter Beobachtung gesehen, was macht er jetzt oder Konsequenzen? Ja, aber ich meine, man das ist ja auch damals auf jeden Fall, wenn man in ein Geschäft hineingekommen ist, also wenn ich in ein Geschäft reinkomme, bin und so, dann ist so der gnädige Herr, was wünscht er? Und so, man denkt, was will der denn? Wie kommt noch jemand hinter mir? Ja, ich meine, was ist meint der Milch? Das denn? Ja. Hätte ich gern 2 Liter Milch und ein, ja, also ich meine, ja. Das ist so, wo so ein bisschen hochgestapelt ist. Das, ja. Das glaube ich, haben wir nicht so in Skandinavien. Du, immer wieder für mich eine große Freude und Ehre, wenn Opernsänger natürlich mit der Band verstärkt mit Mikrofon mit uns singen. Mhm. Du hast dir ein wahrlich schönes Lied ausgesucht. Möchtest du uns erklären, was und warum? Ja, das ist eigentlich, also das war ganz lustig, wo ich diese ganze Liste gelesen habe. Da bin ich sofort über dieses Lied Everybody Loves Somebody Sometimes von Dean Martin. Ne? Und das war total meine Kindheit, weil das gab's Samstag im Fernsehen. Diese Show von ihm. Wirklich? Und das durften wir sehen als Kinder nämlich. Also im Schwarz-Weiß-Fernsehen natürlich damals. Ne? Und das war, ich kann mich genau erinnern, ich war so fasziniert von diesem Mann, der immer mit dem Glas so herumgekommen ist. Welcome to my world. Won't you just come in? Das war all diese schöne Frauen in fast nichts. Ne? Das war ja unglaublich. Das Glas, die Zigarette und es die schönen Frauen. Unglaublich, ja. Und wo ich das gesehen habe, das möchte ich singen. Siehst du, also wir haben ein Glas, eine halbschöne Frau und keine Zigarette. Nein, sicher nicht. Wollen wir das gemeinsam singen? Wir wollen das gemeinsam singen. Damen und Herren, Boskovus. Der Applaus, dieser Applaus hat mir noch nicht gut genug gefallen, Damen und Herren. Das ist Boskovus. Boskovus! Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace. Every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dreams were of a June, you'll love.
your charms. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime, and although my dreams were overdue, your love made it all worth waiting for someone like you. Mir geht's denn. Danke. Bitte, Entschuldigung, bitte, nimm Platz. Gib es mir. Ja. Bitte. Ach, da kann man schon ein bisschen die Kontenance verlieren, da wenn ich glaube, sie sind Zeit. So. Aber jetzt, wir klatschen unseren den nächsten Gast herein. Eine Frau kommt zu uns. Sie ist mehrfache FM4-Preisträgerin, Amadeus Awards und so weiter und so fort. Sie hat auch für ihre Filmmusikpreise abgeräumt. Eine Frau, die hier in Österreich die Indie, die Popmusik erst so richtig wieder nach oben gehoben hat. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Clara Lucia! Ja, es ist von dir. Oh. Schau her. Fantastisch. Das ist ein Hit von dir, oder? Ja, du hast es aber erkannt, das finde ich schön. Und hast es hat ein bisschen gedauert. Ich habe mir gedacht, ist schon länger her, oder? Ja, aber ist ein schönes Lied. Und wenn man sagt, wir wollen dich schwungvoll hier hereinholen. Das hast du gut gemacht. Danke, die Band hat es gut gemacht. Ich bin ja nur da gestanden und habe gesagt, Clara Lucia. Aber auch das will gelernt sein. Auch das will gelernt sein. Marktschreierisch bin ich ganz weit vorn, bitte sehr. Möchtest du was trinken? Ja. Ja. Josef wäre hier, um deine Bestellung entgegenzunehmen. Ich glaube, Josef kennt meine Vorlieben. Ja. Oh! Josef ist bereits in die Vorlieben. Ich wusste die Zeit zu nutzen zwischen Ankommen und. Du hast dich schon durchgekostet. Herr Josef war sehr galant. Taste the beer quasi. Ja. Du, gegenstandsmäßig, wir haben einen Esel hier. Mhm. Einige Menschen, die den das erste Mal gesehen haben, gesagt haben, den hat meine Oma auch am Fernseher stehen gehabt. Also, ich glaube, der kommt aus irgendeiner 80er-Jahre-Manufaktur. In jedem zweiten Wohnzimmer steht der. Schaut so nach Weihnachtskrippe aus. Gerne immer gehabt, ein Salzfass und ein Pfefferfass auch noch auf der Seite, damit das auch einen Nutzen hat und nicht nur verstaubt quasi. Weil Arsinella. Ja, bitte sehr. Also ich liebe Herr Josef. Bitte. Arsinella ist deine Plattenfirma, die du gegründet hast. Und ja. Asino ist italienisch? Der Esel. Der Esel. Und meinst du, ist die Eselin? Die Eselin. Die kleine Eselin. Die Arsinella. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Tier wie den Esel, der jetzt da in der Rangordnung von na ja, Rentier, Hirsch, Löwe, ja? Elefant oder so, und dann ein Eselchen. Was hat dich auf den Esel gebracht? Also große Ohren und Schlepptier, das ist ja schon mal nicht das Schlechteste. Nein, aber ich habe eine Freundin, Emanuela aus Italien, und die hat mich immer, oder nennt mich immer Arsinella. Oh, und ist das was Liebes? Also, weil ich habe gehört, Asino, italienisch Esel oder auch Dummkopf. Ich habe das ganz selbstverständlich immer als totale Schmeichelung empfunden. Ja. Aber jetzt, was du das sagst, muss ich, glaube ich, noch mal mit dir reden. Nächste Mal, wenn du das siehst, Frechheit. Frag sie. Aber ich meine, ich habe sie Schäfchen genannt. Kann man auch anders auffassen. Ja. Deine Plattenfirma, seit wann
Gibt es die seit 2006, aber sie ist quasi ruhend. Also ich mache nur mal meine eigenen Sachen. Aber du hast dich lange Zeit auch um andere Künstler gekümmert, hast quasi Aufbauarbeit geleistet in einer Zeit, na ja, wo halt wenig da war, wo man halt eine Plattenfirma gemacht hat. Ich war ja nichts da. Und hast dich für andere eingesetzt, auch geschaut, dass da Plattformen, du bist eine gute Vernetzerin auch, habe ich den Eindruck. Ich weiß, du findest, du bist gar nichts, aber ich sage dir, du bist eine gute Vernetzerin. Ja, bist du. Und hast viele Acts bei dir auch gesigned und mittlerweile kümmerst du dich aber um dich selber. Das finde ich auch eigentlich ganz gescheit die meiste Zeit. Dich treibt es um, du spielst und spielst und spielst. Naja, im Moment gerade nicht so. Weil? Weißt du, man muss ja Geld verdienen, oder? Ja, nein, aber es ist halt immer so ein Auf und Ab. Und was die Booking-Agentur reinbringt, spiele ich halt, wenn es mir taugt. Also alles machst du nicht ganz alleine? Nein. Ja. Nein. Ich habe da schon meinen Mitarbeiterinnenstab. Ja, das ist doch was Schönes. Meinen Hofstab. Nein, aber eben, also es kommt immer so wellenartig. Wir haben jetzt recht viele Konzerte gespielt im Zuge des Releases von dem neuen Album. Und jetzt im Sommer ist es ein bisschen... Kommod. Und es ebbt ab. Weingut Humpel. Na. Ja. Du kommst, da trinkt ein Bier, du kommst von einem Gut, ich meine, das klingt jetzt so, Weingut. Also wie. Na, das muss man relativieren. Das wurde einmal im Fernsehen erwähnt und seitdem. Nein, wenn man es googelt, kommt man auch drauf. Ja, eben, weil das einmal erwähnt wurde, alle schreiben ja nur ab. Ich habe sogar ein Foto von deiner Mutter gesehen, wenn man Weingut Humpel googelt. Ja. Das war wahrscheinlich nicht meine Mutter, sondern irgendeine Winzerin. Wirklich? Ist es mittlerweile so, dass man niemand mehr trauen kann? Trauen niemand mehr, nein. Aber mir kannst du trauen. Aber es wurde Wein angebaut in deiner Familie. Aber immer, also eher nur so Nebenerwerb, muss man. Also ich habe mich jetzt eher immer so als Lehrerinnenkind gesehen. Also meine Eltern haben beide unterrichtet und nebenbei hat der Papa ein bisschen einen Weinbau gehabt. Und die, oder hat er nach wie vor. Aber die Clara hat im Weingarten geholfen? Ja. Mit solchen Rehaugen kannst du viel behaupten. Also, du hättest zollen und hast dir verdruckt. Ja. Ja. Und die Eltern waren sehr freudig drüber und haben da gleich die Schwester nicht dort. Ja, eben, also ich bin halt die Jüngste daheim, das hat seine Vorteile, sage ich mal so. Also, du konntest dich da wegschleichen. Ja, und das dann stellt man sich ein bisschen deppert an und dann sagen sie, bitte, Clara, lass bleiben. Und dann so, also, Entschuldigung, jetzt hätte ich mich fast geschnitten. Ja. Oder so. Also, aber je älter ich, also mittlerweile mag ich es gern, aber als Kind ist es natürlich weniger prickelnd, diese Kübel und alles biegt und die Fliegern und das ist ja, da stellen sich die Leute aus Wien immer so, Jülisen, darf ich auch kommen? So, ja, gerne, kommt, weil es so schön ist. Also mittlerweile finde ich schon auch schön, weil jetzt bin ich ja auch Wienerin. Ja. Das gehört dann anscheinend dazu. Als Wienerin findet man das super. Findet man Lesen super. Früher, also nicht lesen, Damen und Herren, lesen, sondern Weintrauben ernten. Aber das wissen hoffentlich alle. Wein oder Bier? Was ist so deine Präferenz? Na, Bier. Schon? Als Protest gegen die Herkunft? Nein, gar nicht. Ich trinke schon gerne, aber ich werde total schnell sehr betrunken auf Wein. Okay. Auf Wein? Ja, und Bier geht. Mhm. Aber die Liebe zur Natur kriegt man dann vielleicht auch wieder, obwohl du kommst eben aus der Nature, auch ähnliches kleines Dorf eigentlich, wenn man dann wieder nach Wien kommt. Ich habe gelesen, deine Vorstellung deiner Zukunft ist, du möchtest eine Mühle besitzen in Retz und dort ganz viele Tiere beherbergen. Ach so? Was die Leute immer... Was ihr immer in die Interviews erzählt, das kommt alles wieder, das muss man sich überlegen. Ja? Nein, aber da wird einem sehr viel in den Mund gelegt, aber... Ja, es ist jetzt sicher nicht die schlechteste. Also du bist glücklich in Wien und bist eine Städterin. Nein, da haben wir es ja schon. Aber Mühle und Tiere. Aber ja, Mühle und Tiere wäre sicher auch okay. Nein, also Land finde ich schon, also Stadt werde ich schon müde, das ja, gestehe ich dir zu. Das siehst du, habe ich gewonnen. Also wenn wir jetzt nur eine halbe Stunde reden, sage ich wahrscheinlich am Schluss, ja, gib mir halt eine Mühle und Tiere. Ja, kriegst du. Wir haben einen Esel und einen Rentierhirsch verschnitt, haben wir da. Ja, ist ein guter Anfang. Nein, also ja, ich bin schon ein Landpomeranzerl. Okay. Immer noch schon. Ja. Aber ich finde, also Natur relativiert so, das finde ich sehr schön. Also relativiert mich als Menschen so, das finde ich sehr schön. Du gehst spazieren, wenn du dann... Sinieren nenne ich es dann, gell? Ja, du setzt einen Fuß vor den anderen und überlegst dir neue Songs. Oder schreibst du nicht in der Natur? Nein. Sondern?
aus, im stillen Kämmerchen. Aber natürlich also Futter holen oder so, Inspiration holen ist sicher auch in der Natur, ja. Du schreibst auf Englisch, für alle, die dich nicht kennen. War das von Anfang an so oder hat die junge Clara Deutsch geschrieben? Oder? Ich habe immer beides geschrieben oder am Anfang sehr viel Englisch, sehr viel, schon immer ein bisschen mehr Englisch als Deutsch, weil ich es schon auch, also ich, und das hat sich dann entwickelt, dass irgendwie gar nichts Deutsches mehr gekommen ist. Jetzt habe ich aber vor 2 Wochen oder 3 Wochen wieder ein deutsches Lied geschrieben. Aber ich finde es schwierig und ich finde es auch, ich zensuriere mich da immer sehr viel mehr als im Englischen, weil es halt ja eben meine Alltagssprache ist und da kenne ich halt die ganzen Implikationen und wie man das sonst noch verstehen könnte. Und dann, ja, dann wird das irrsinnig kopfig und im Englischen ist das halt so mehr assoziativ und da geht es auch jetzt gar nicht, was heißt dieses eine Wort jetzt wirklich konkret, sondern da kann ich einfach etwas befreiter schreiben und ich finde es auch gut, dass es eben nicht meine Alltagssprache ist, weil ich will ja, auf ein anderes Level, ich brauche jetzt nicht meinen Alltag besingen, ja, so. Wobei ich merke, also ich finde Deutsch schon auch spannend, aber es flutscht halt auch nicht so und ich finde es wesentlich schwieriger auf Deutsch, gut, also gute und Texte. Und zum Singen macht es einen Unterschied? Also ja, ich finde es nicht, sehr rhythmisch. Viele Sprachen, da muss man dann auch irgendwie schauen, wie man damit zurechtkommt. Also mich wundert nicht, dass Italienisch die Opernsprache ist, weil das hat schon, die ist sehr melodisch und ich finde auch Englisch flutscht besser, also Deutsch ist jetzt nicht, das meine, wissen wir ja alle, brauchen wir ja nicht groß rumreden. Ja, das ist jetzt nicht, nicht wahnsinnig melodisch, würde ich sagen. Aber es geht trotzdem. Das aber ist der Dialekt dann wieder besser. Weil Dialekt ist besser, ja. Mitunter, aber Dialekt spreche ich halt nicht. Nein, ich merke es. Da haben sie mich immer verarscht, in Oberretzbach, wo ich her bin. Die redet ja wie die Schreibmaschine. Die redet wie die Schreibmaschine. Haben deine Geschwister auch wie die Schreibmaschine geredet oder hast du dich da auch, ja? Ja, na, meine Eltern sind aus Wien rausgezogen und dann waren wir sind nach wie vor die Zugrasten. Und wirklich? Wie viele Generationen braucht man da, bis man so anerkannt wird? Ich dachte eigentlich auch, dass ich da irgendwie reinwachse, aber ich glaube, die Chance ist vorbei. Kinder werden da irgendwann einmal. Naja. Und Instrument, Gitarre, wann kam die ins Spiel? Pubertät, die haben wir dann so. Hast du auch ich möchte sterben. Also, ich möchte sterben, auch schön. Ja? Das war, ja. Und das kann man mit der Gitarre besser. Das, ja, ich habe Geige gespielt und bei Geige, wenn ich die gespielt habe, wollten alle anderen sterben. Möchte ich lieber bei der Geige sterben, wie bei der Gitarre, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder Tuba. Tuba? Nein. Tuba finde ich ein sehr melodisches Instrument, weil es so wenig Töne gibt bei der Tuba eigentlich, oder? Das ist, nein, Entschuldigung. Ja. Aber Geige war anfänglich, dann Gitarre. Naja, Blockflöte. Melodiker. Nein, aber kann ich auch. Gibt es das in Dänemark auch so, die klassische Blockflöte? Bei uns war Blockflöte oder Quetschen. Ja. Blockflöte, Quetschen. Er würgt wahrscheinlich die Blockflöte mit den Händen. Aber die Gitarre war da und ist geblieben. Ja, aber eben die Gitarre ist das einzige Instrument, also von den Bands, die ich gelernt habe, das ich nicht gelernt habe, das ist geblieben. Ja, weil, naja, es ist halt ja, das Rockinstrument. Was soll man machen? Ja, was soll ich da machen? Ich hätte jetzt lieber was anderes spielen. Aber der Rock zwingt dich dazu. Ja. So ist das. Aber deine Lieder, die du schreibst, deine CDs, die du aufnimmst, du warst von Anfang an sehr, so scheint's, fokussiert. So will ich das haben, so mache ich das. Wahrscheinlich hast du mit dir die ganze Zeit gehadert, das ist alles schlecht. Aber nach außen hast du das sehr getragen mit, da bin ich, so ist das. Ich suche Kooperationen, ich arbeite mit Leuten zusammen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du ein Albumcover einmal von einem türkischen Zeichner entwerfen hast lassen. War das für dich gleich, wenn ich Musik mache, dann will ich das Gesamtpaket ja, in der das Hand war schon, haben? Also das Visuelle war mir schon auch immer wichtig. Ja. Das, ja. Und wie kam dann die Clara zum türkischen Zeichner? Ein Freund von einem Freund, so. Du hast einen Freund geredet, der sagt, du hast doch einen türkischen Zeichner als Freund. Nein, ich habe eben einen Freund aus Istanbul, der ist Musikjournalist unter anderem. Ja. Und hat halt, war damals Mitherausgeber von einer sehr super Kulturzeitschrift in Istanbul. Und dort war der Sadi Güran, Zeichner unter anderem, hat er eben auch für diese Zeitschrift gezeichnet. Und da habe ich eben seine Bilder gesehen und gedacht, perfekt, die möchte ich haben. Und dann... Ja.
sprachlich Musik Englisch. Hm. Und du hast mir kurz vorher erzählt, wie ich gesagt habe, der Bo kommt. Und du hast kurz erklärt, wer der Bo ist. Hast du gesagt, ich habe Dänisch studiert. Ja. Ja, wir haben auch uns schon lang unterhalten. Wir haben darüber gesprochen. Ja, über Apfelsinen, Orangen. Warum studiert man Dänisch? Ich habe da so ein Überbrückungsjahr gebraucht und habe mir gedacht, dann mache ich halt Dänisch. Nein, ich wollte was, was ich damals als kurios empfand. Also ich wollte halt irgendwas, was niemand studiert und dann macht Skandinavistik, wer macht denn sowas? Ich. Und dann musste man auswählen, welche Sprache, Norwegisch, Isländisch, Dänisch, Schwedisch. Und dann macht Dänisch, weiß ich jetzt nicht, was mich da genau, aber ich, also ich fand's. Echt, du hast dich dann rein aus dem Bauch aus entschieden oder hast du kurz überlegt, wie schaut das grammatikalisch aus, wie ist die Aussprache oder so? Nein. Das, ja, nein. Und Dänisch, warum? Was glaubst du, das war dort? Warum war das? Weil ich niemanden kannte, der Dänisch redet. Also Schwedisch kennt man ja noch, Norwegisch auch, Isländisch Björk. Ja. Hast du gedacht, ich werde die Dänin? Ich nehm Dänisch. Und wie lange hast du das gemacht? Ein Jahr als Überbrückung? Ja. Und dann hast du gleich wieder damit aufgehört? Naja, das war ja auch der Plan. Also es war jetzt nie geplant. Auch wenn es dir Spaß macht, du hast geplant, ich mache das ein Jahr. Naja, ich dachte schon wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht so sprachbegabt, glaube ich. Da lacht er. Und du hast ja gesagt, dass du musst erzählen. Ne? Ja, ich bin dann halt auch aus dem Sprachkurs rausgeflogen. Na ja, eben. Danke, Bo. Ja. Da muss man den Bo Backstage schicken, damit er die Geschichten auslockt aus den Leuten. Ja, weil sie eben gesagt hat, weil es so lustig klingt. Ja, man muss halt dauernd lachen und dann hat irgendwann der Professor gesagt, bitte. Du bist im Unterricht gesessen, die haben Dänisch gesprochen, was du lernen wolltest. Also das weiß ich dann, wenn ich mit dir ausgehe, muss ich nur Dänisch sprechen. Ja, dann habe ich einen blendenden Namen. Die Lacher sind auf deiner Seite. Ja, sobald du nicht sprichst. Nein, also das ist auch nicht böse gemeint. Es ist, ich find's sehr süß, die Sprache. Aber es war halt, ja, ich konnte dann halt nicht mehr aufbauen und ich habe wirklich gestört. Und wir haben die ausgekaut. Ja, also hat Frau Humpel. Er hat mir nahegelegt, den Kurs zu verlassen. Weil der Bo glaubt, er kann sich da zurücklehnen, kann ein Bierchen nach dem anderen zwitschern. Glaubt, er hat es geschafft, aber jetzt kommt erst der lustige Teil des Abends, denn die Damen und Herren, die hier sitzen, die haben an euch Fragen gerichtet. Sie haben Denkzettel für euch vorbereitet. Die hat der liebe Josef eingesammelt und er wird sie uns servieren. Großen Applaus für den Josef! So, da bin ich schon. Damen und Herren, da sind Sie. Ein bisschen Angst. Ich lese es eh vor. Okay, dann brauche ich nicht die Brille. Bo, ich lese es vor. Welche Oper hörten Sie zum ersten Mal? Das ist ganz klar, das war Rigoletto von Verdi. Das weiß man dann. Ja, so. Also das war das, was da, ich glaube, das stand zuerst da bei meinen Eltern. Dann habe ich das rausgenommen. R wie Rigoletto ganz am Anfang. Also alphabetisch nicht geordnet. Nein, war es nicht. Was wünschst du dir für die österreichische Musikszene? Das könnte länger dauern. Florieren, gedeihen, mehr Frauen. Auch. Wir strengen uns schon. Ja, mach was, ja, er geht. Ja, warum immer ich? Naja. Singen Sie unter der Dusche und hören das auch die Nachbarn? Ja, das muss man vielleicht fragen, ob die das hören, die Nachbarn. Ja, natürlich singe ich unter der Dusche. Ich singe wahnsinnig gerne unter der Dusche. Das klingt so schön. Aber es ist mir auch so wurscht, ob die Nachbarn hören. Was möchtest du mit deiner Musik bewegen oder verändern? Na, die Welt! Ja! Was denn sonst, Damen und Herren? Nüchtern oder angeheitert? Du gibst mir immer, also gib mir die guten Fragen. Das ist die gute Frage. Clara Lucia, nüchtern oder angeheitert Texten? Na, angeheitert. Oh, Buskovus, welcher Actionheld wären Sie gerne? James Bond. Ah. Warum wollen alle Opernsänger? Ja, da kommt er schon. Ja? Genau. Ja. Bitte für beide. Der schlimmste Ohrwurm ever. Für welches Lied, das du nicht mehr aus den Ganglein gekriegt hast, genierst du dich ein bisschen? Oder war es so, dass du sagst, das war super Lied, das kriege ich nicht mehr weg?
Bus kann in der Zwischenzeit schon überlegen, was er sagen wird. Ich will jetzt nicht drüber nachdenken, weil dann habe ich sie ja wieder. Aber spontan so Schnappi oder sowas? Nicht, ne? Okay. Danke, Birgit, danke. Jetzt hast du Schnappi im Ohr. Danke, sehr schön. Ohrwurm? Ohrwurm, ja, also das hier, weil ich das ja singen müsse. Everybody loves somebody. Ja, das hat doch Spaß gemacht. Aber jetzt wirst du länger im Ohr haben. Jetzt habe ich länger, aber es freut mich. Ich kann dir helfen. Wir können deinen Ohrwurm sofort beseitigen. Sehr gut. Denn diese Dame wird uns einen neuen Ohrwurm ins Ohr setzen. Sie wird uns was singen. Was, warum? Eine Nummer, die ein Freund von mir geschrieben hat, Gisbert zu Knüpphausen. Die hat er zusammen mit Nils Kopbruch dann auf Platte verewigt unter dem Projekt Kit Kopphausen und die heißt Das Leichteste der Welt. Und Das Leichteste der Welt werden wir uns anhören. Damen und Herren, Riesenapplaus für Clara Lucia! Schlechter Anfang. Dann lag ich eine Weile lang im Koma, als bin ich endlich wieder wach. Und ich habe euch Blumen und Pralinen vom Arsch der Hölle mitgebracht. Ich sag meine Liebe, meine Lügen, meine Hoffnung, meine Schuld, meine Leidenschaft, mein Feuer, meine Wut und meine Ungeduld, mein Nein und mein Vielleicht und mein unbedingtes Ja, oh ja, ich will, oh ja, ich will, oh ja, ich will, oh ja, ich will. Oh, oh, oh. Ich will mich wieder wundern, will erstaunt sein, bin wie der allererste Mensch, mit neuen Augen zwischen den Dingen stehen und nichts wieder erkennen, mit Schritten setzen durch Wälder und Wiesen und sagen, ja, es ist gut, es ist gar nicht so schlecht. Also öffne ich meine Arme, öffne sie, soweit ich kann. Denn jeder Tag ist ein Geschenk, er ist nur Scheiße verpackt. Und man fummelt am Geschenk noch hier rum und kriegt es nur mühsam wieder ab. Ja, ich weiß jetzt, es gibt Menschen, die diese Welt durchaus rechtfertigen, die ihr bloßes Dasein anderen Menschen leben helfen. Wach und träum von den schönsten Melodien. Sie schweben durch die Dunkelheit. Ich stell mir vor, ich schwebe mit ihnen. Und irgendetwas in mir will leuchten und wird schwerelos. Dann kommt ein Schlagzeug rein und treibt den Beat bis hinter meine Ohren. Ein Bass und dann die Bassdrum, meine Gitarre drängt nach vorn. Und irgendwo in nirgendwo pfeift dann ein himmlisches Feedback. Der ganze Raum fängt an zu schwingen. Ich höre eine engelsgleiche Stimme und viele mehr, die mitsingen, singen. Never mind the darkness, baby. You will be saved by rock and roll. Yeah, rock and roll. Ja, ich will. Oh ja, ich will. Oh ja, ich will. Oh ja, ich will.
sie wollen auch, das Leben ist wirklich oft ein bisschen blöd verpackt und jeden Tag muss man sich anstrengen, dass man das da wieder rauskriegt, was da unter dem Füllpapier versteckt ist. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen freilegen und machen sie das jeden Tag, das zahlt sie aus. Danke für eine wunderschöne Sendung. Denk mit Kultur und diesen hervorragenden Gästen. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Riesenapplaus für Bo Skofus! Danke, der Wunderbar! Clara Lucia! Danke, den immer aufmerksamen wieder ein, denn jetzt werden wir, glaube ich, mit trinkfesten Gästen das eine oder andere Bierchen noch verzwitschern. Aber beim nächsten Mal sind wir wieder frisch da, ich schwöre. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Guten Abend, Birgit Denk, Denk mit Kultur, danke und auf